Hi, servus, willkommen zum LS19. Mein Name ist Andi und wie immer freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe... Warte, muss ich... Nee, ich fange erstmal an einzusehen. Ich habe meine ganzen Baumstümpfe weggefräst. Denn Patch 1.2 ist live. Das wiederum ermöglicht mir sehr viele coole neue Features, die ich auch gerne, ja, gerne nutzen würde. Jetzt zähle ich den mal ein. Heizen, Heizen ist gut. Fahre aber erst nochmal. Ach, der kann. Ich kann ihn noch einstellen, dass der kauft, dass der Saatgut kauft, dann brauche ich nicht einkaufen fahren. So, ich war ja schon mal dran, dass ich mir irgendwie eine Viehzucht zulegen möchte. Und da hatte ich folgendes Problem. Pass mal auf, ich muss mir erstmal ein bisschen Kohle leihen. Noch mehr Geld. Ja. Nur mal zu Demonstrationszwecken. Und zwar, ihr seht, hier oben ist schon ein neues Symbol mit einer Schaufel. Da komme ich gleich zu. Ich wollte mit Schafen anfangen. 65.000, ich hatte vorher 68, also passt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, das Ding kriege ich hier nirgendwo hin. Kollidiert mit anderen Objekten. Den dollen Ausguck, da hätte ich gerne weg. So, hier irgendwo würde es eventuell sogar hinpassen. Ach, mittlerweile sogar fast überall. Oh, das ist aber nicht der Punkt, wo ich hin möchte. Ich möchte hier oben Landschaftsbau starten. Da muss ich mal die Hilfe zu Hilfe nehmen. Und zwar, das ist jetzt alles in-game, ne? Also wirklich in-game, keine Hexerei, keine Ahnung was für. Auf jeden Fall kann man hier irgendwie Landschaften gestalten. Genau, hier Landschaften erhöhen, verringern und was haben wir noch, planieren. Ach, das dann eben. Ah ja, gut, okay. Irgendwo konnte man auch alles ein bisschen geschmeidiger machen, dass man im Trecker nicht kleben bleibt. So, mein Plan wäre hier, oh je, das ist aber ordentlich, ein bisschen zu planieren. Nur ein bisschen. Damit gehen auch die Büsche weg, das ist ja mal der pure Wahnsinn hier. So, ich planiere die Sache hier ein. Und mach das nachher ein bisschen. Wie kann ich den hier? Ist der ja links? Nein. Stärke ändern. Ich möchte die Größe ändern. Radius ändern. Ah ja, gut. So, dann planiere ich hier mal fröhlich weiter. Ah, das zählt sogar. Kappes. Das zählt hier alles mit zu dem Ausguck, ne? Das ist aber schlecht. So, ich denke, so irgendwie kriegen wir das hin. Und dann wird das noch ein bisschen gerade gebastelt hier. Noch gerade. Komm mal her, mal wieder kleiner. Einfach, dass ich dann nachher mit dem Trecker keine Probleme habe. Eventuell wieder hochzukommen. Ja, das wird super. Vielleicht auch so. Und dann einbasteln. So, dass auf jeden Fall hier eventuell sogar eine große Schafsweide hinpasst. Mal gucken. Da werde ich im Leben nicht mehr hoch müssen wollen. Stark mit dem Planieren-Tool, also mit dem Einebnungstool kann man auch Büsche wegholen. Problemlos. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und was auch geil ist, man kann hier oben, wo ist das denn, Modus wechseln. War das nicht auf Tab. Landschaftsbaumodus ändern, da kann man die Texturen ändern. Soll kein How-To sein, aber wenn man Bock hat, hier beispielsweise einen Weg hinzubasteln, kann man das problemlos machen. Ja, kann ich hier mal so einen nicen Weg herbasteln, ja. So. Und die Straße muss ich mir da, glaube ich, echt keine Gedanken machen. Das funktioniert so nicht, bis auf die Straße. So. Schönen kleinen Weg bis auf die Gas.
Kann es denn einfacher sein? So, und dann. Und dann und dann und dann. Beenden. Tierhaltung. Schafweide. Jetzt könnte hier sogar die große hinpassen, ich glaube. Ah ja, komm. Wir fangen doch klein an. Hier wäre auch geil, aber es ist halt. Na klar, da geht's. Da möchte ich die aber nicht hinhaben. So, pass auf. Wie stelle ich mir das Ding am gescheitesten hin? Ich muss vorne an die Seite, rechts und hinten. Da wäre das so, glaube ich, echt am geilsten. Ne? So, kostet dann auch nur unwesentlich mehr. Und dann käme ich aber auch überall hin. So, Schafe sind am Set. Jetzt fehlt natürlich echt noch einiges, ne? Ich habe kein Wasser. Ich habe kein Stroh, ich habe kein gar nichts. Da soll es aber jetzt erstmal nicht dran scheitern. Ich kann... ich habe noch keine Tiere. Ja, kann quasi noch gar nichts machen. Was mir noch aufgefallen ist, ein bisschen negativ sogar, ich wollte Feld 10 ernten, da gab es einen Auftrag für. Mit einem großen New Holland Drescher. Mit dem Ding war das Feld einfach nicht zu... Das ging einfach nicht. Also ich hätte gerne mehr gemacht, ja. Ich kann mal noch ein bisschen zurückzahlen. Ach, ich meine, nicht geil. Ich habe wieder mehr Schulden gemacht, als mir lieb ist, ne? Einfach nur durch Schafe. Durch alles. Echt durch alles. Ist nicht nur durch Schafe, durch echt alles. Ich muss hier wesentlich mehr düngen. Mehr machen. Weniger ausgeben. Aber das soll kein Problem sein, denn... Wo fahre ich denn hier hin? Denn neue Ernte steht ja quasi bevor. Ich bin jetzt schon am Einsäen. Wir haben es gleich 15 Uhr in-game. Das heißt, ich habe noch genug Zeit heute, um genügend Aufträge zu machen. Das sieht jetzt alles ein bisschen doof aus. Ich möchte aber nicht nur in dem Landschaftsbaumenü rumbasteln. Das mache ich dann nachher ein bisschen cooler. Da wird hier der Rest von dem Hügel auch noch weggemacht. Und... Nee, das ist nur so ein Abschnitt. Und dann wird das hier ein bisschen ausgearbeitet. Damit das schöner ausschaut. So, aber das war auch mal eine Frage, wie man denn hier so Büsche wegbekommt. Das scheint dann ja tatsächlich mit dem Landschaftsbautool zu gehen, mit dem hier Begradigen, nicht Modellieren. Da, Modellieren mit dem Begradigen-Tool kann man jetzt einwandfrei Büsche und so einen Mist wegbasteln. Was wohl nicht geht, sind Baumstümpfe. Die gehen nicht. Die muss man schon noch manuell wegfräsen. Aber das geht ja, das ist ja auch machbar. Na, was mir natürlich jetzt fehlt, für die Viecher, irgendwo gab es hier einen Reiter mit Tierzucht. Da war sogar bei diverses. Flüssigkeiten. Ja, so ein Ding bräuchte ich noch, ne? 7000 Liter, sowas ist auch eigentlich ganz cool, ne? Für Kühe, das Ding kann man an den Frontlader anbasteln und kann damit einstreuen. 7,3 oder das Ding kostet natürlich 25, damit lässt sich aber auch Milch transportieren. Und hiermit nur Wasser. Also wäre es für mich erstmal klüger, so ein Wasserfass zu kaufen. Zu mieten. Ja. Ja. Und dann wollen wir mal schauen, wie viele... Na, hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Tiermenü öffnen. Ach was, 1500. 3, 4. So, 12, 8 bestätigen. 8 Schafe. Die können noch nichts. Brauchen auch noch nichts können.
Die sind erstmal da. Ist das nicht schön hier? Ne? Ist das nicht geil? Brrr! Ach, hat doch bestimmt jeder schon mal gemacht, oder? Bin nur echt so ein Idiot, der sich vor eine Kuhweide stellt und Mu macht oder vor eine Schafsweide und Brrr! Das hat doch bestimmt jeder schon gemacht. Gut, den Viechern gebe ich auf jeden Fall gleich noch irgendwas. Ich werde wohl ja, als Erstversorgung Big Packs kaufen, damit die auch gut am Set sind. Und ja, dann zusehen. Wie gesagt, Weizen wird angeerntet. Angesät. Ich labe heute wieder ein Mist. Weizen wird angesät. Dann können die Viecher demnächst heimisches Futter fressen. Und auch somit heimische Wolle produzieren. Und mir damit heimisch gutes Kapital bescheren werden. Hoffentlich. Also wirklich hoffentlich. Aber normal sollen Schafe ja auch relativ pfleglich sein. Fast Tiere, die man brauchen kann. Was haben wir denn hier? Weizen, Big Pack, 1000 Liter, 1500. Oh Gott. Hab ich nicht noch irgendwas? Ah ja, 4000 habe ich noch. Schau mal an, ich hätte bald gekauft, ne? Habe ich ja quasi noch alles. Ich hoffe, der Kollege kommt hier auch ganz gut klar mit dem, was ich hier gebastelt habe. Sonst muss ich da noch mal ran. Falsch rum. Die Sache noch ein bisschen mehr auskleiden. Aber das merkt man halt alles erst, nachdem da mal ein Helfer drüber gelaufen ist. Die tun sich ja doch mit einigem schwer. Und das war gerade mein erster Live-Versuch, da irgendwas hinzukriegen. Also die Feinheiten werde ich dann irgendwann echt mal holen. So, ja, hey, das hier muss echt noch gemacht werden. Aber da muss ich noch ein bisschen ausgleichen und glatt bügeln und keine Ahnung, was alles noch. Wird auf jeden Fall noch angeglichen werden da hinten. Dass es ein bisschen flacherer Übergang gibt und ich somit keine Schwierigkeiten habe, mein Helfer keine Schwierigkeiten und alle fröhlich sind. So, den kann ich hier stehen lassen. Dann hole ich mir mal ein Wasserfass ab. Irgendwo gab es hier. Da hinten ist. Irgendwo gab es einen Wasserturm, wo ich kostenfrei Wasser holen konnte. Das wäre auf jeden Fall schon mal richtig geil. Denn kostenfrei ist immer gut. Keinen Bock, den Mist irgendwo zu kaufen. Also echt nicht. Ich habe nochmal für ein paar tausend Liter Wasser nochmal richtig Geld hinlegen. Nochmal richtig Geld hinlegen soll. Wäre mir ja fast schon schlimm, ne? Das Wasserfass wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Wo gab es denn dieses? Wo habe ich das denn gesehen? War das beim Viehhändler oder wo? Irgendwo war so ein Hochturm, Hochwasserfassturm-Ding, Dingsbums-Ding. Mal links abfahren. Da war das am Hafen, ey. Das wäre jetzt natürlich richtig mal, wenn es am Hafen gewesen wäre. Ich glaube echt bald, es war irgendwo am Hafen.
So, können wir festhalten, hier war sie nicht. Ich hätte jetzt ja, fast drauf gewettet, dass das da irgendwo war. Wo habe ich kein Wasser? Das wusste ich. Könnte ich mir aber eventuell hinbauen. Ach geil, guck mal hier, kann ich direkt drüber brettern. Ja. Ah, mega! So, nee, kapp es. Wassertank. In diesem Wassertank kannst du deine Wasserfässer auftanken. 5000 Euronen. So, pass mal auf, ich baue mir jetzt einen Wassertank hier hin und muss da am Ende Wasser kaufen. Weil Wasser nicht umsonst ist. Du besitzt was? Du hast ja wohl Vollschatten. Ja, ein Hoch darauf. Also da, wo es richtig stört, kann ich es hinbauen. Da, wo es Platz hätte, nicht. Vielleicht war da oben doch eine ganz gute Idee. Bam, sitzt, egal. Ich möchte jetzt Wasser haben. Wasser für die Viecher, damit die an den Start kommen. Ne? Achtung, kostet Kohle. Pass auf. Gott sei Dank, ist kostenlos. Ist auch auf beiden Seiten ein Ablassding da. Cool. Also einmal teuer Wasser erkauft für 5000 Euro und dann geht's auf jeden Fall. Geht sich aus, dass ich kostenlos Wasser tanken kann. Das ist viel wert. Da habe ich wieder was gelernt. Wäre jetzt auch der Hit gewesen, wenn ich da noch fürs Wasser tanken, also erst den Tank für 5000 kaufen und dann Wasser tanken. Nochmal bezahlen, das wäre schon hart gewesen. Aber gut, so geht, ist in Ordnung. Nur noch rausfinden, wo rein. Ich glaube, bald hier. Genau. Glück, 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 Glück. Dann geht's denen bald. Die haben auf jeden Fall mal genug. Die fressen nur Gras und Heu, ne? Gut, dass ich alles verkauft habe. Ah, das ist mehr als nur holprig. Das muss noch gemacht werden. Aber wie gesagt, mache ich dann Offscreen. Dann wird rund um den Aussichtsturm irgendwie alles planiert. Und dann läuft das, dann passt das, dann ist das gut. Das auch noch ein bisschen. Ist nicht so, als hätte ich letzte Folge alles verkauft, ne? Ich Dollmann. Ach komm. Quaderballenheu. Vier. Ich habe nicht genügend Geld. Kostet 650, 1300. Zwei Ballen. Cool. Ich werde mal meine Schafe füttern. Wer es von euch noch nicht hat, lässt mir einen Daumen nach oben da. Wer nichts verpassen möchte, wer sehen möchte, wie es hier weitergeht, der lässt mir auch gerne ein Abo da. Und dann
Da passt hier garantiert nichts mehr. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir zu sagen, habt einen schönen Tag, mach's gut, ciao.